Meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu Simones spiritueller Lebensberatung. Heute habe ich wieder einen Tagesimpuls für euch. Und zwar steht der Mond im Zeichen der Zwillinge. Das heißt, dass heute ein wenig Unruhe herrschen kann und sehr viel aufgewirbelt wird. Und das kann in mancherlei Hinsicht positiv sowie auch etwas hinderlich sein. Es ist natürlich immer die Frage, was ihr daraus macht. Wenn ihr zum Beispiel ein Gespräch habt, kann es gut möglich sein, dass ihr nur so übersprudelt vor Energie und die Wörter nur so aus eurem Mund purzeln. Da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht Dinge aussprecht, die ihr gar nicht sagen wollt, denn das kann heute nämlich passieren. Das Schöne an dieser Energie ist, wie ich finde, dass sie fröhlich ist und eigentlich Leichtigkeit und Unbeschwertheit mit sich bringt. Es ist durchaus auch möglich, heute einiges an Negativität loszulassen. Ja, also, dass ihr euch einfach vorstellt, wie alle negative Energie aus eurem Körper rausgespült wird, dafür ist der Tag heute auch nicht schlecht. Die Energien des Zwillings oder der Zwillinge, es sind ja zwei, haben die Eigenschaft, sehr wirbelig und eben spritzig zu sein. Und es ist möglich, dass euch heute viele, viele, viele Gedanken durch den Kopf gehen, die ihr auch nicht so richtig kanalisieren könnt oder euch auf etwas fokussieren könnt. Aber auch das trübt nicht eure innere Einstellung, also eure Fröhlichkeit und dieses etwas eher leichte Gefühl heute. Also, meine Lieben, stellt euch darauf ein, dass der heutige Impuls, der auch noch ein bisschen über die nächsten Tage fast anhält, euch Leichtigkeit, innere Aufgewühltheit schon auch, also innere Unruhe, mit sich bringen, aber trotzdem ein wenig ein unbeschwertes Gefühl hinterlassen. Und das ist ja eigentlich was Gutes. Denn auch diese vielen Gedanken, die einem dann immer durch den Kopf gehen, können sehr produktiv sein. So, meine Lieben, das war der heutige Tagesimpuls. Und ich freue mich darauf, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Simones spirituelle Sprechstunde. Und falls ihr mich gerne privat kontaktieren möchtet, könnt ihr das tun über Facebook, Simone, deine Kartenlegerin, Lebensberatung und Chakrenausgleich oder gerne per E-Mail an deinekartenlegerin@ymail.com. Auf Instagram bin ich auch als deine Kartenlegerin. Ich danke euch, wie gesagt, herzlich und bitte, bitte abonniert meinen Kanal und ich freue mich auch über jeden Like. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und alles, alles Liebe. Ihr dürft auch übrigens gerne alles kommentieren unter diesem Beitrag. Da freue ich mich auch drüber. Also, meine Lieben, ich drücke euch, eure Kartenlegerin Simone.